Maren Brinker und Kathleen Weiß. Hallo, willkommen in unserem schönen Beachvolleyball.de-Zeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt hier eine Wildcard bekommen fürs Turnier. Wie war eure Erfahrung Beachvolleyball? Na, erstmal kalt und nass. Nein, ansonsten haben wir uns natürlich sehr über die Wildcard gefreut. Es war das erste Mal bei so einem Smart Beach Cup wirklich mitzuspielen und ist natürlich von der Organisation schon was ganz anderes als irgendwie so ein Landesverbandsturnier irgendwo und hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und seid ihr ja zwei bekannte Hallen-Nationalspielerinnen, gibt ja immer so einen kleinen Kulturausgleich zwischen Beach und Halle, wollt ihr irgendwie ein bisschen nicht so nett empfangen von den Beachern oder haben die euch das leicht gemacht? Nee, sind eigentlich auch relativ viele bekannte Gesichter noch aus der Hallenzeit, die dann irgendwann in den Beachvolleyball-Bereich gegangen sind. Die haben uns das sehr leicht gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einigen ein bisschen aufgestoßen ist, dass wir die Wildcard bekommen haben. Das hat man an ein paar Gesprächen so ein bisschen gemerkt, aber generell waren alle sehr offen und haben auch interessiert gefragt, was uns denn eigentlich hierher geleitet hat. Gehört ihr in der Halle zu den besten Spielerinnen in Deutschland? Ihr habt heute zwei Niederlagen für euch gegeben. Was ist da jetzt der größte Unterschied? Ja, also erstmal, dass wir halt gar nicht im Sand waren. Wie gesagt, ich habe letzte Woche noch in der Halle gespielt und dann auch erst aus dem Ausland zurückgekommen, da wir ja beide nicht in Deutschland spielen. Und es war natürlich ein bisschen ungünstig, dass da keine Vorbereitungszeit war. Plus Beachvolleyball ist dann schon noch ein bisschen anders auch und ja, da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen mehr trainieren, um da dann alles auszuschöpfen. Okay, und woran kann man das genau festmachen jetzt im Spiel, was da so... Naja, allein schon, dass jetzt eigentlich die Zuspielerin die ganze Zeit annehmen und angreifen musste, genau, und die annehmende Angreiferin nur zuspielen musste, das war natürlich genau der Gegenpart zu unserem Hallenjob. Und dann fehlen uns noch so ein bisschen diese beach-typischen Techniken, dass ich einfach nicht leichte Bälle pritschen kann und so. Das muss halt erstmal wieder rein in den Kopf und dann auch umgesetzt werden mit dem Körper. Ja, auch die ganzen Shots und Pokes und Cuts und ne, das ist halt, hat man natürlich nicht so drin, das trainiert man ja nie. Also davon abgesehen trainiere ich auch so in der Halle nie Annahme oder nie Angriff. Ne? Also hört sich schon so an, dass ihr ehrgeizig seid und das nochmal weiter verbessern wollt. Das bleibt ja, dass man immer gewinnen will. Das ist egal, ob das in der Halle oder im Sand ist. Von daher, dann müssen wir uns natürlich anpassen und das wird dann auch so unser Ziel sein. Ja, und zocken macht ja immer irgendwie Spaß, ne? Und da sucht man natürlich immer irgendwie nach Wegen und Mitteln, wie man das besser hinkriegen kann und da dann vielleicht das nächste Mal gewinnen kann. Ja. Es gibt jetzt keine Pläne für euch umzusatteln, Leithallenprofis. Ja, definitiv. Also wir sind auch, glaube ich, aus dem Alter schon raus, dass wir jetzt nochmal komplett irgendwie umsteigen würden. Plus, beides professionell geht nicht und es macht einfach viel mehr Sinn, in der Halle professionell zu bleiben und dann im Sommer Beachvolleyball als Spaß zu machen. Du warst jetzt in Italien aktiv, ja. Du hast in Tschechien gespielt, ihr seid sowieso viel rumgekommen in euren Karrieren, mit vielen Ausland gespielt. Ist es so ähnlich wie im Beachvolleyball? Weil die Teams reisen auch viel rum oder kann man das dann doch nicht so richtig vergleichen? Naja, ich denke, dass wir halt schon im Winter unseren festen Standort sozusagen im Ausland haben. Und mit der Nationalmannschaft sind wir halt vielleicht ähnlich eher wie die Beach-Teams unterwegs, weil wir da auch ganz viele Turniere eben im Ausland haben. Das kann man, denke ich, schon vergleichen, aber wir sind eben nicht so eigenständig. Bei uns wird es einfach vom Management schon alles organisiert und wir müssen nur hinterher traben sozusagen. Ich denke, dann müssen die Beach-Teams ein bisschen eigenständiger sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, plus, dass unser Lebensmittelpunkt ja dann wirklich in diesem Land ist. Also sprich, man fängt dann an, Sprachen zu lernen oder sich da wirklich auch auf der Straße zurechtzufinden, die wirklich in der gleichen Stadt 7, 8 Monate zu leben, das ist halt wirklich was anderes. Ich denke, es ist ähnlich wie mit der Nationalmannschaft, so ein bisschen durch die Länder zu reisen und überall zu spielen und zu trainieren und so. Also müsstet ihr perfekt Italienisch sprechen, weil ihr habt ja viele Jahre da gespielt. Wir können uns verständigen. Könnt euch eine Pizza bestellen. Ja, das geht auch darüber hinaus. Ist auch deutlich besser als nur Pizza bestellen, ja. Dann haben wir gehört, dass eine von euch einen Trainerschein gemacht hat, in Riccione. Wir haben einen Schiedsrichterschein gemacht, weil wir ja diesen hier vorweisen mussten. Ja, da war ich. Also ja, jetzt für die Wildcard war das, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, aber wenn man irgendwelche DVV-Punkte bekommen möchte, braucht man definitiv einen Schiedsrichterschein und deswegen war das allerhöchste Eisenbahn, dass wir jetzt mal das hinbekommen haben. Genau, das lag für mich. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Perugia, das waren dann 1,5 Stunden, von daher hat sich das angeboten, dann den Schein dort direkt zu machen. Anders als
Anders als bei dem Beach-Team, für die geht es jetzt um die Olympia-Quali. Ihr habt es in der Halle mit der Nationalmannschaft leider nicht geschafft. Wie sehen jetzt eure Pläne aus für die Halle in der kommenden Saison? Also in der Nationalmannschaft werden wir dieses Jahr erstmal pausieren. Von daher wollten wir eben auch den Ausflug in den Sand machen. Und dann halten wir uns erstmal offen, was so denn in Zukunft passiert. Genau, und ein bisschen mehr Privatleben auch mal im Sommer. Ne? Mehr Zeit für Familie oder für richtig Urlaub. Man ist ja sonst immer irgendwie nur unterwegs. Das ist wirklich auch mal schön. Und dann nächste Saison ist noch offen. Das geht jetzt ein bisschen los. Und dann entscheiden wir, was wir da machen, wo wir da spielen. Eine letzte Frage aus der Erfahrung jetzt heraus. Würdet ihr tauschen mit den aktuellen Nationalteams oder mit Teams von der Smart Beach Tour? Wir tauschen im Sinne von, dass wir professionell Beachvolleyball spielen wollen würden? Die zum Beispiel. Ich glaube. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Wir haben da unseren Platz in der Halle gefunden und das ist halt unser Beruf und das war heute ein super Ausflug, eine super Erfahrung. Aber und ich denke auch für mich mit meiner Größe ist das dann doch irgendwie noch ein bisschen einfacher als Zuspieler in der Halle deutlich oder sehr gut zu sein als jetzt hier, dann das ist glaube ich schon ein bisschen härter. Ist die bessere Wahl, die Halle. Danke, schönen entspannten Sommer. Ja, danke schön.